Mushi Mushi. Hallo, grüßt euch Lukas. Wir sind jetzt mal wieder dabei bei Super Smash Bros. For Wii U. Ich habe das Spiel locker seit 5 Monaten nicht mehr angepackt. Und ich muss sagen, ich bin zwar etwas eingerostet und ich weiß halt jetzt nicht, ob die Aufnahme etwas ruckelt oder die nur bei Sony Vegas so aussieht, aber egal, ich lasse einfach mal so hoch. Ich habe immer noch diesen Nachteil, dass ich nicht mehr als 15 Minuten hochladen darf. Aber es reicht, um Sachen vom Kämpfer zu zeigen. Ich habe, glaube ich, 2 Folgen für Lukas und ich habe mal endlich wieder Geld gehabt. Ich wollte schon immer diese DLCs haben für Smash Bros., weil ich wollte immer neue Charaktere, ja. Als Kind hatte ich die Spiele immer gespielt und da war ja noch zum Glück der Fall, dass man die freispielen musste. Hier muss man die leider kaufen. Ich weiß nicht, warum das Nintendo gemacht hat, aber so machen die ja auch Geld, ne. Nintendo ist geil, die dürfen das. Und ich 2 Tage danach direkt DLC. Ich glaube, der kam, ich weiß nicht, wann der kam, im September? Auf jeden Fall, der kam recht früh, also recht spät, so mehr als ein halbes Jahr, nachdem das Spiel rausgekommen ist. Und das ist schon mal gut, weil man muss ja die Spiele immer weiter unterhalten. Das haben die jetzt gemacht, mit mehr Charakteren, mehr Stages. Und es ist Weihnachtszeit, ich war jetzt Weihnachtsshopping machen. Ich habe mir Geschenke gekauft für mich selber. Zu einem die Nintendo E-Card. Ich habe mir 25 geholt und ich habe alle Charaktere... Nee. Moment. Wenn wir mal auf Super Smash Bros. Moment, die offizielle Seite gehen, dann ist angezeigt, dass es noch 2 weitere Charaktere gibt. Mein Gott, warum habe ich die Seite wieder geschlossen? Ich hatte aber Geld nur für... Ach du Scheiße. Fünf habe ich mir gekauft. Gon, Lukas, Mewtwo, Roy, Ryo und Cloud. Es gibt 3 Updates. Die neuesten sind das Cloud. Da wurde ja bei der finalen Super Smash Bros. Live-Übertragung die finale Videopräsentation gezeigt. Corrin habe ich noch keine Ahnung, wen es gibt. Und Bayonetta sollte wahrscheinlich von dem Community-Dings Voting die Siegerin sein. Ich habe meinen Kumpel gefragt, es kann doch nie im Leben Bayonetta sein. Der hat gesagt, doch, es ist die Gewinnerin von den Machbaren, hat, glaube ich, irgend so ein Nintendo-Präsident gesagt. Von den Machbaren, da war es ja auch klar. Ich weiß ja nicht, wen alles Nintendo als machbar gesehen hat, aber wenn Bayonetta die erste sein soll, ich weiß ja gar nicht. Es gibt so unendlich viele, die man gemacht hätten können, konnte. Richtiges Deutsch, ich glaube schon. Zum Beispiel, sorry, Banjo-Kazooie hätte man locker machen können, ja? Die ganzen alten Rare-Charaktere. Oder... keine Ahnung, aber Bayonetta? Ich weiß nicht. Jetzt mal wieder, keine Ahnung, ist das so ein Fall? Was ich mir dabei denke, ich will jetzt auch nichts intern unterstellen, aber die machen das irgendwie so, ja, machen wir mal das, das fällt ja keinem auf. Ja, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Vor allem, das Spiel ist ja gar nicht so gut verkauft. Ich habe auch nicht die Verkaufszahlen, aber ich glaube nicht, dass die irgendwie die berühmte, ich hätte, keine Ahnung, vielleicht Todd als Charakter gemacht. Vielleicht wäre der spannender, weiß ich nicht. Aber egal. Ich habe mir genug Theorien angeguckt, wie mögliche Charaktere aussehen könnten. Und es gab zum Beispiel für Banjo-Kazooie, die Game Theories haben das gemacht. Es gab Attacken, die dafür relativ machbar waren. Also zum Beispiel gab es die Side-B, die hoch, keine Ahnung, der Flug von Mikazooie. Das Trend, die Smash-Attacke, der Jiggy, King Jiggy oder so. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall das alles. Aber wir sind hier nicht bei Banjo-Kazooie, sondern bei Lukas. Der heutige Charakter ist Lukas. Ich habe 2 Episoden für Lukas. Das ist die erste. Und den gibt es ja seit Super Smash Bros. Brawl. Das erste Mal wurde der gezeigt. Und natürlich, wenn man sich zuerst bei Brawl diesen Subraum-Emissär-Modus angeguckt hat, der wird ja so als Schwächling gezeigt, als Angsthase, der von dem Pokémon-Trainer mitgenommen wird, gerettet wird und alles. Aber der ist für mich persönlich, ich mag den, der ist ja persönlich für mich der stärkste Charakter, weil ich, vielleicht deswegen, weil ich mit dem am besten kämpfen kann. Also bei Brawl habe ich immer nur mit dem gesuchtet. Das war auch mein Lieblingscharakter. Ich bin etwas eingerostet, vielleicht könnte es jetzt so komisch, also so fehlhaft aussehen, ne? Und vor allem die Attacke nach oben, ich glaube, die Smash-Attacke nach oben, die ist richtig heftig. Vor allem, du lädst auf, dann bleibt er zwar etwas stehen, also Lukas ist dann etwas eingefroren für ein paar Sekunden und dafür angreifbar, aber trotzdem, hier, jetzt sieht man die, aber die ist trotzdem heftig. Wenn die trifft und man, sag ich mal, über 70 oder 80% Schaden hat, dann ist man gefickt.
Hat man gerade gesehen. Der hatte zwar über 150 oder so, aber trotzdem, der wurde gefickt. Und wir haben... Ich bin leider nicht so in dieser Schiene drin. Mein Kumpel, der ist... Ich glaube schon wieder raus aus dem Krankenhaus. Der ist richtiger Suchti. Der hat wirklich tausende von Spielstunden auf der Wii U. Der hat erstmal Splatoon, ist er ein Suchti. Dann ist der Super Smash Bros. Suchti. Seit kurzem, seit neuestem ist er Xenoblade Chronicles Suchti. Und... mag noch Animes. Und der ist auch gut in der Schule. Also man sollte nicht sagen, dass das die Schule beeinträchtigt. Nö, bei uns beiden nicht. Wir sind recht gut, also wir sind auch zufrieden. Und wir suchten weiter, ja. Aber der ist so richtig tief drin vernetzt. Der hat Twitter, ist bei Twitter da up to date. Der ist immer bei Wettbewerben, guckt sich, der weiß, wie die besten Spieler handeln. Der redet, wir haben Pädagogik zusammen. Und der redet mit mir über die ganzen Sachen und ich sitze nur da. Ich höre nur Namen und sagt, der sagt, der ist der beste so und so. Dann ist er völlig in diese Kombi, auf die Kombination-Attacken, ja, ist er voll drin. Ich höre nur so, ja, Side-B, Up-B, Smash nach oben, das ist eine richtig geile Kombo, ja. Ich habe ihm Super Smash Bros. Melee ausgeliehen, weil ich ja damals ein Gamecube hatte und auch alle Charaktere hatte, habe ich ihm meine Memory Card und das Spiel ausgegeben. Der hat ja eine Wii und einen Adapter. Nee, genau. Der hat sich auch noch einen Controller gekauft für den Gamecube und, oh, da bin ich leider verkackt. Das ist natürlich... Ja, das ist auch der Nachteil an Lukas. Er ist zwar richtig heftig und kann gut fliegen, aber seine Rettungsattacke, diese, ich weiß nicht, wie das heißt, Abi, ja, die ist recht riskant. Das gleiche wie bei Ness und die sind auch generell, die sind beide recht ähnlich. Man hat, ich finde, Lukas ist so eher der geschmeidigere, während Ness, keine Ahnung, mehr auf draufballern ist. Ich weiß nicht, hat er hier noch das YOLO? Ich weiß noch, dass er bei Melee immer das Jojo hatte oder bei Brawl. Da hat er mit dem Baseballschläger rumgehauen. Lukas hat hier nur ein Stöckchen. Ja, man sieht das Stöckchen ganz genau. Aber ich liebe den Jungen. Keine Ahnung warum. Ich habe den irgendwann so richtig lieb gewonnen, weil der... Ich mag auf jeden Fall schnelle Charaktere. Ich habe jetzt auch... man kennt das ja, Personalisierung. Ist jetzt zum ersten Mal ermöglicht worden, dass man seinen eigenen Kämpfer, wie bei Dragon Ball Budokai Tenkaichi, schlag mich tot, seinen eigenen... Spiel, also den Spieler, den man will, personalisieren will. Also, das heißt, man kann auf Tempo kann man pushen, auf Angriff kann man pushen und auf Defensive kann man pushen. Ich mache das so, ich habe erstmal einen Allrounder, der ist überall gut, hat überall Plus, und das ist recht schwierig, weil wenn du beim einen Plus machst, ist er beim anderen irgendwie tausendmal Minus. Du kannst es aber so machen, geschickt. Zum Beispiel holst du die, du hast drei heftige Sachen, die jeweils auf einen richtig krass pushen, auf den anderen dann mittelmäßig erniedrigen. Zum Beispiel hast du Verteidigung, hatte ich glaube ich einmal 70. Hast du bei Tempo einen Verlust von 30. Dann hast du bei Tempo plus 30, plus 70. Dann bei Angriff minus 30. Dann hast du aber bei Angriff plus 70. Und bei Verteidigung minus 30. Da hast du überall 40, 40, 40. Ja, das ist, keine Ahnung, das ist schon richtig heftig. Und überall plus 40 ist schon was, ne? Ich weiß nicht, ob es diese Items gibt, die auf alles... Ne, die auf 1 dann nur plus machen und auf dem anderen dann nix minus. Also die halt nur auf 1 pushen. Das gab, glaube ich, nicht. Das sind boah, was man machen könnte. Boah, so Online-Events. Es gibt ja Wettbewerbe. Man kennt das ja von Yu-Gi-Oh! Du gewinnst ein Turnier, dann gewinnst du irgendwie... richtig heftige Karte, die es nur in diesem Turnier gibt. Die ist, sag ich mal, viel wert. Kann man verkaufen. Das gleiche kann man auch bei Super Smash Bros. Machen. Online. Zum Beispiel, man kann irgendwie übers Internet, macht Nintendo oder hostet Nintendo einen Wettbewerb. Du gewinnst den, dann kriegst du ein Item. Damit kannst du handeln, kannst du selber benutzen, dann bist du der heftigste Motherfucker. Das gibt's auch bei, oh, sorry, bei Dragon Ball Z. Battle of God Z. Genau, Battle of Z. Gab's auch was ähnliches. Da gab's Karten, die hatten so individuelles Pushen. Ich nenne das Pushen, ich will keine Ahnung. Verstärkung, ich sag mal Verstärkung. Da hatten die zum Beispiel, normal war irgendwie plus 11, plus 12. Und da gab es da so plus 50er Karten, plus 100er Karten. Das war schon richtig heftig. Hattest du auf eines plus 50, zum Beispiel auf Leben, dann hast du, keine Ahnung, da hattest du plus 2 Balken. Das war schon richtig krass. Und wir sind wieder bei Dragon Ball abgedriftet. Meine Fresse. Wir sind bei Lukas. Was kann ich zu Lukas sagen? Es gibt ja Videos, genau.
hat ja das erste Let's Play von Iblali war ja, glaube ich, Earthbound. Abgesehen von seinem eigenen Spiel. Das hat ja auch Let's Play. Aber Earthbound hat ja auch schon gesagt, wer ist Lukas? Wer ist Lukas? Davor hat er sich für NES interessiert. Aber da hat er sich noch nicht drauf, sag ich mal, fixiert. Aber als Lukas bei Smash Bros. Brawl kam, hat er sich gedacht, wo kommen die her, die beiden? Weil die sind schon ähnlich, von Attacken auch ähnlich. Hat er recherchiert im Internet und kam auf Earthbound. Aber was ist Earthbound? Es gibt mittlerweile Übersetzungen. Damals gab es nur auf Japanisch. Heutzutage kam es auch bei Wii U. Im Wii U Store. Also eShop. Im eShop kann man sich das Ding auch auf Englisch kaufen. Ich glaube, Earthbound The Beginning gab es dafür 6-7 Euro. Und The Earthbound für 10. Ich hatte heute die Möglichkeit, mir entweder alle Charaktere zu kaufen, die es bis jetzt so gibt. Das waren auch alle, die es bis... Doch, ich habe bis jetzt alle, die es gibt. Bayonetta und Corrin. Ich weiß gerade gar nicht, wer Corrin ist. Aber die muss ich mir wohl später dann entweder warten oder nachkaufen. Ich hatte auch Möglichkeiten, mir die Mario... Ach, der ist auch noch in dieser Mario Kart, mein Kumpel. Der ist auch in die Mario Kart-Schiene, ey. Das ist alles so verwurstelt. Egal, ich bedanke mich schon fürs Zuschauen. Das Video neigt sich dem Ende zu. Mit einer fatalen, verdammten... verkackten Niederlage. Und tschüss. Wir sehen uns dann beim nächsten Part mit Lukas. Bis dahin und tschüss. Ich weiß nicht, ob ich jemanden davor lade, hochlade, aber wir sehen uns dann. Tschüss.